Hey, was geht ab? Mein Name ist Till, ich hoffe, es geht euch sehr, sehr gut. Neuer Reverb von Arturia, LX24, also sehr offensichtlich eine Emulation von einem Lexikon Reverb. Den will ich mir mit euch heute angucken. Let's go! Ende der 70er Jahre kam der Lexikon 224 raus und man hatte plötzlich so einen digitalen Reverb, den man immer benutzen konnte. Da gibt es so eine Fernbedienung, die ist ziemlich klassisch und die kennt man. In meinem Fall ist es nicht die Originale vom 224, bei mir ist es ein 300L. Gibt auch noch das 480, was so ein bisschen legendärer auf jeden Fall ist, aber auch die 224er hatte so eine Fernbedienung, lag. Und die kennt ihr vielleicht auch schon von anderen Plugin-Herstellern. Und jetzt kommen Arturia also und sagen, guck mal, wir haben da was ziemlich Geiles entworfen. Gucken wir uns an, ob das so ist. Ich habe mir hier einen kleinen Drumloop rausgesucht und der klingt trocken erstmal so. Und da, finde ich, könnten wir auf jeden Fall ein bisschen Hall drauf packen. So sieht das ganze Ding aus. Wie gesagt, wir haben diese Fernbedienung, über die wir alles einstellen und sagen können, welchen Reverb wir haben wollen, beziehungsweise wie das Ganze auch klingen soll. Hier oben finden wir erstmal 8 unterschiedliche Algorithmen. Findet ihr beim Original auch so. Und genau, da können wir also durchswitchen und sagen, okay, was davon wollen wir haben. Wir haben sehr, sehr viele Presets. Auch hier bei den Presets, also diesen Drum Crunch Room zum Beispiel oder auch den Vocal Slap, findet ihr definitiv auch bei, ja, bei anderen Herstellern, weil sie sich einfach am Original orientiert haben. Wir haben hier diese Log-Funktion, die ist erstmal dafür da, dass wenn wir ja, hier was eingestellt haben und gesagt haben, okay, das gefällt uns alles super cool, wir wollen hier so eine Pre-Delay-Zeit haben und wir dann noch in dem Algorithmus unterwegs sein wollen und sagen, okay, der gefällt uns nicht und wir switchen dann hier, dann ändert sich hier nichts mehr. Wenn wir das Log wieder ausmachen, dann werdet ihr sehen, springen hier auch die Fader. Also genau, je nachdem, was ihr wollt, entweder Log an oder nicht. Das Ganze gibt es hier auch mit dem Dry-Wet-Regler, bezieht sich in dem Fall dann aber auf die Presets. Hier haben wir, ja, wie gesagt, wirklich sehr, sehr viele sehr coole Presets, die ihr auf jeden Fall alle durchgehen könnt, wenn ihr wollt. Das werden wir jetzt nicht schaffen, aber ich denke mal, zum Beispiel diesen Drum Crunch Room, den nehmen wir mal und gucken mal, wo wir damit hinkommen. Ohne dass ich irgendwas daran gemacht habe, klingt er erstmal so. Ja, also ein guter Drum Room, würde ich sagen. Klingt schön aus. Jetzt haben wir hier sehr viele Einstellmöglichkeiten. Wir haben hier erstmal das Modeling, was wir an- und ausstellen können. Ja, also da geht es um den Ausklang von dem Reverb, das Tail hinten, ob das modelliert ist oder nicht. Wir haben hier die Decay Optimization, also die Optimierung vom Decay. Wir haben hier Vintage 24, also Vintage 12, 24 und Modern. Da geht es jeweils um die Konverter, die benutzt werden. Also einmal 12-Bit, 24-Bit Konverter, die jeweils gefiltert sind und einmal einen Modern, wo einfach kein Filter in dem Sinne dann mehr stattfindet. Und wenn ihr so halbschlau seid wie ich, dann könnt ihr das auch alles hier unten immer nachlesen. Ja, Unfiltered 24-Bit Konverter. Genau. Also würde ich sagen, habe ich bis jetzt erstmal noch nicht so viel Quatsch erzählt. Wir haben hier die Decay-Side,
Zeit, die wir einstellen können. Wir haben Bass Offset, was bedeutet, wir können hier einfach sagen, dass bestimmte Bass oder dass einfach tieffrequente Signale nicht in den Reverb gehen sollen, beziehungsweise auch nicht daraus. Wir haben hier einen Crossover, der diesen Bass Offset nochmal beeinflusst. Das gucken wir uns gleich in den Advanced Settings nochmal an. Wir haben hier noch dieses Damping, also da geht es darum, dass hohe Frequenzen ein bisschen abgedämpft werden. Wir haben hier die Pre-Delay-Zeiten, relativ einfach zu verstehen. Ich sag was, der Hall kommt und umso weiter der Hall weg ist, wenn ich was sage, umso größer ist auch die Pre-Delay-Zeit. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist immer in der Kirche zu stehen. Wenn ich ganz vorne mit jemandem stehe und beide unterhalten sich, dann kann man das Signal noch sehr direkt auch hören. Ja, dann sage ich so, hey du, und hey du kommt relativ schnell an. Und dann dauert es ein bisschen, bis der Hall von der Kirche zurückkommt. Und wenn ich ganz weit weg stehe und ich dann was rede, wird wahrscheinlich der Hall sehr schnell mit dem Originalgesprochenen zusammenkommen und dann wirst du also nicht mehr so viel Direktsignal hören, sondern eher sehr viel Hall. Ob ich das jetzt gut erklärt habe in dem Moment, bin ich mir nicht mehr sicher, aber du findest hier ein Video zum Thema Pre-Delay und da erzähle ich das auch nochmal, glaube ich, ausführlich. Dann gibt es hier Distance und wir haben, wie gesagt, diesen Dry- und Wet-Regler. Das sind erstmal hier vorne alle Einstellungen, die wir so mit dieser Fernbedienung einstellen können. Und damit wir jetzt auch noch ein bisschen moderner werden, gibt es hier die Advanced Section und die, finde ich, sieht sehr, sehr schön aus. Ich musste mich kurz dran gewöhnen, weil ich kurz verstehen musste, was kann ich da sehen. Und ein bisschen hat es mich auch tatsächlich an den Reverb hier in Logic erinnert. Aber wenn man dann damit arbeitet, merkt man, okay, das ist wirklich sehr, sehr gut durchdacht. Also alle Funktionen, die wir hier vorne finden, finden wir hier auch. Nur halt in einer modernen Art und Weise. Und ich würde sagen, ich mache mal einmal Play, damit wir überhaupt sehen, wie das hier aussieht, wenn der Reverb dargestellt wird. Ja, gefällt mir sehr gut. Also, wie ihr sehen könnt, wir haben hier diesen Pre-Delay, wir haben die Decay-Zeit, wir haben hier oben das Damping, ja, auch schön dargestellt, damit man auch versteht, was hier geht. Wir haben diesen Bass-Roll-Off und wir haben hier diesen den Crossover, ja. Und wie ihr sehen könnt, wenn ich den Crossover hierhin bewege, dann heißt das auch, dass ich hier weniger oder mehr Bass, je nachdem, was ich hier eingestellt habe, auch mitgebe. Und wir haben hier nochmal etwas, ich weiß gar nicht, ich glaube, das würde ich nie benutzen, weil mir das ein bisschen zu viel ist, aber wir könnten hier im Verhältnis also auch die Parameter hier auf einmal bewegen und hören, wie das ist. Und ehrlich gesagt kann ich mir davon gar nichts vorstellen und würde vorschlagen, das versuchen wir jetzt einmal. Ja, also kann man auf jeden Fall machen. Man kann hier den Decay und das Crossover halt gleichzeitig bedienen. Mir fällt gerade einfach kein Anwendebeispiel dafür ein, ehrlich gesagt, weil ich glaube, ich Decay und Crossover einfach einzeln bedienen würde. Aber da gibt es bestimmt ganz tolle Automationsideen, die man hier einsetzen kann. Wir haben hier noch die Distance, die wir wieder einstellen können und Dry-Wet. Und auch hier haben wir eine Log-Funktion. Genauso wie hier oben haben wir also auch diese Algorithmen, die wir uns aussuchen können. Wir haben hier wieder die Log-Funktion, damit diese Einstellungen nicht geändert werden. Vintage 12, 24 und Modern. Und hier können wir das auch farblich uns nochmal genauer angucken. Dann findet ihr hier unten nochmal diesen Modeling-Enhancer. Und hier können wir also mehr und weniger einstellen. Mal gucken, ob man das gut hören kann.
Ja, macht auf jeden Fall einen Unterschied. Ich denke, das habt ihr auch gut raushören können. Wir haben hier nochmal diese Decay Optimization. Und ja, da gucken wir doch mal, wie das Ganze klingt. Nochmal Modulation aus. Ich weiß nicht, ob ich es höre auf diesen Kopfhörern. Also ich bin mir nicht sicher, vielleicht liegt es an den Kopfhörern, vielleicht liegt es daran, dass ich den ganzen Tag schon gearbeitet habe. Ich höre das hier erstmal nicht raus. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was ihr hört, ob ihr was hört oder ob, ja. Dann haben wir hier Pitch Shift und den kann ich nur anmachen, wenn ich die Modulation anhabe. Okay, macht Sinn. Ja, bei dem Modern kommt hier auf jeden Fall ganz schön viel Air dazu. Ich glaube, bei Vintage und diese beiden Vintage, die haben bei 8 Kilohertz, ich glaube, da klippen die dann. Und ich glaube, bei Modern ist es nicht so, bin ich mir aber auch nicht ganz sicher. Das kriege ich aber raus, warte mal kurz. Genau, also die klippen hier beide bei 8K. Das gibt diesen, ja, diesen originalen Lexikon-Sound. Bei Modern ist es weiter offen, deswegen ist er dann natürlich auch mehr airy und mehr offen. Die Diffusion können wir hier also auch noch einstellen. Ja, ich denke, das hört man. Dry Wet habe ich gesagt, Distance haben wir auch besprochen und dann gibt es hier noch die wirklich advanced Dinge, weil die finden wir hier nicht. Alles andere haben wir auch hier, können wir einstellen, können wir ausstellen. Na gut, stimmt nicht ganz bei diesen Modulation-Sachen. Finden wir auch nur hier unten. Okay, aber es gibt also ein Input, ein Drive. Das heißt, wie stark fahre ich das ganze Signal da rein und wie stark arbeiten dann also auch die Transformer. Es gibt einen High Pass, den wir auch nochmal von der Oktave einstellen können auf 24 dB oder 12 dB. Finde ich, ist cool dargestellt. Wir haben hier das Originalsignal immer in dieser Kurve und dieses Bunte ist dann der Reverb. Okay, dann gibt es hier ein... Wie mache ich das denn jetzt an? Ah ja, wir müssen das erst anmachen. Wer hätte das gedacht? Es gibt ein Ducker, ein Tremolo und ein Gate. Also einmal Ducking. Ja, und der drückt immer weg, wenn das Originalsignal spielt. Ich pegel das jetzt mal wieder dazu.
damit können wir ziemlich messy werden, aber trotzdem das Originalsignal noch irgendwie sauber rausarbeiten. Ist eine sehr coole Sache. Wir haben ja auch noch die Ratio und die Release. Das heißt, können auch die Release natürlich wesentlich länger ziehen. Dann gibt es noch den Tremolo. Hier können wir also ja, anhand von Kurven uns überlegen, wie wir diesen Reverb noch bearbeitet haben wollen. Wir können hier den gesynkt haben und den straight spielen oder nach Herz. Ich sag mal, ich hätte den, glaube ich, erstmal straight einfach nur. Und hier können wir auch den Amount, also wie stark das passieren soll, einstellen. Hören wir uns das mal an. Kann man direkt sehr wilde Sounds herstellen. Das macht sehr, sehr Spaß. Kann ich mir sehr gut vorstellen für besondere Vocal-Effekte. Dann haben wir noch ein Gate und hier können wir also sagen, ab einem bestimmten Level von dem trockenen Signal soll man den Reverb hören und ansonsten nicht. Und hier kann man auf jeden Fall sehr, sehr crazy Effekte auch herstellen. Wir können das ja mal ein bisschen übertreiben. Okay, das war wirklich übertrieben. Sehr wild. Kann man sehr viel mit rumspielen und ich bin mir sicher, da findet ihr auch irgendwie eine Verwendung für. Dann haben wir hier noch so eine Master Section. Das heißt, wir haben hier nochmal einen Tilt-Filter, den wir benutzen können. Wir haben die Stereo-Breite. Ja, und das bezieht sich natürlich immer auf den Reverb. Das heißt, wenn wir hier Dry-Signal dazu geben, das wird davon nicht berührt. Und dann haben wir hier noch dieses Reverb-Level, was einfach nochmal das Wet-Signal verstärkt. Also so ein bisschen wie so ein Output-Regler. Und ja, ich denke, damit haben wir erstmal eine ziemlich coole Übersicht. Und ich spiele hier noch ein bisschen rum. Insgesamt auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Plugin. Ich mag diesen Switch von diesem alten Controller, den man hat, und auf der anderen Seite diese Advanced Section, wo man noch ein bisschen mehr einstellen kann, aber wo man auch so einen geilen, visuellen Überblick einfach über diesen Reverb hat, finde ich, ist sehr cool durchdacht. Ich habe dieses Plugin umsonst von Arturia bekommen. Damit ihr das wisst, also ist wahrscheinlich meine Meinung ein bisschen gefärbt. Schreibt gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Ich freue mich immer über Anregungen, auch wenn es darum geht, andere Plugins vorzustellen. Ob ich das dann auch mache, weiß ich nicht genau. Das kommt immer darauf an, wie sehr ich da auch Bock drauf habe und Zeit. Wenn ihr diesen Kanal hier supporten wollt, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen da lasst, wenn ihr den nicht mehr braucht. Im Idealfall natürlich nach oben, falls ihr es noch nicht getan habt.
abonnieren. Und die Glocke ist auch eine sehr, sehr nice Sache. Wenn ihr noch mehr Plugins kaufen wollt, die vielleicht auch nicht von Aturia sind, oder Equipment, dann findet ihr hier unten Affiliate-Links. Die führen euch zu Stores, wo ihr ein bisschen Geld ausgeben könnt. Und ich kriege davon sogar noch ein kleines bisschen ab. Also ein fast fairer Deal irgendwie für alle. Wenn ihr Fragen rund ums Thema Mixing habt, dann schreibt sie gerne auch unten in die Kommentare. Für Mixing-Anfragen oder auch Mastering-Anfragen schreibt mir gerne eine E-Mail. Die findet ihr auch unten in der Beschreibung. Folgt mir auf Instagram, wenn ihr Bock habt, oder auch auf TikTok. Da findet ihr mich auch. Da bin ich nur sehr selten. Und ansonsten würde ich sagen, Grüße an Aturia. Ich bin sehr auf eure Meinung gespannt. Und ansonsten heißt es wie immer, die nächsten Folgen folgen. Bis dann. Ich meine, am Ende guckt eh keiner mehr. Bis zum Ende, oder?